Ja, Leute, also heute ist Sonntag. Heute war, seit gestern war irgendwie so die Rede davon, dass wir heute halt, ja, Sonntag, Freitag, ne, dass wir dann vielleicht zum Schwimmen gehen. Um 9 oder so aufgewacht und dann mussten meine Eltern sich fertig machen, weil sie zusammen mit meiner Oma, ins Krankenhaus gefahren sind. Das heißt, ich durfte nicht das Bad besetzen und so. Und ja, dann war es irgendwie, bis sie rausgegangen sind, 10:30 und dann hat es sich halt einfach gar nicht mehr gelohnt, loszufahren. Deswegen bin ich zu Hause geblieben, bin irgendwie schlaff. Auf jeden Fall haben wir jetzt 15:15 Uhr und wir wissen noch nicht, wahrscheinlich fahren wir dann etwas später wahrscheinlich dann zum See. Also so war die Rede davon vorher. Fitness gehe ich wahrscheinlich heute nicht mehr, dann morgen wieder. Ich habe gestern meinen Fahrlehrer angeschrieben, den ich vorletztes Mal hatte. Also nicht den ich gestern hatte, der mich angeschrien hat, sondern der davor. Weil ich dachte vielleicht, wie ich in Erinnerung hatte, war da für Montag oder Dienstag was frei. Und ich dachte, ich schreibe ihn gestern mal an und frage, ob das noch irgendwie aktuell ist, ob das noch frei ist, weil dann müsste ich halt extra ins Büro rennen, weil gestern ja, war das Büro zu, um neue Termine zu machen. Vielleicht könnte ich auch anrufen, aber ich wollte, dass sie mir diese neue Nummer geben von anderen Fahrlehrern. Ja, deswegen muss ich da vorbeirennen, laufen und weiß halt dann nicht, ob dann für diese Woche noch was frei ist für jemanden, weil das wäre dann ja wahrscheinlich etwas kurzfristig. Dann müsste ich eine Woche vielleicht ausfallen lassen oder vielleicht findet sich ja noch mal ein kleines Zeitfenster. So sind wir jetzt unterwegs ja, zum unterwegs See. Zum See. Haben jetzt beim Abbiegen so ein bisschen Abbiegen, schön was gesehen. jetzt gesehen? Und eigentlich mag ich den See nicht, weil der ganze Strand voller Kacke ist. Ja, super gruselig. Auf jeden Fall. Ja, aber der Strand, wenn du reingehst, alles voller Kacke. Ist halt gruselig. Ja. So, Leute, war, wie ich aussehe. Wir lagen gerade hier, ne? Und dann sagt sie mir so: Schau mal diesen Hund an. Und dann drehe ich mich um und sie so: Nee, schau mal, dieser Hund hat eine Perücke. Schau mal, er hat eine Perücke. Ich dachte, das ist der Besitzer. Und dann drehe ich mich um und dann ist da einfach so ein orangenfarbener Hund mit so einer weißen Mozart-Pilotenmütze. Und jetzt lachen wir über diese... Mozart-Hund. Jetzt haben wir eine Entdeckung gemacht. Gerade ist an uns ihr Kamerad vorbeigegangen, ne? Und jetzt? Willst du ein bisschen Spaziergang machen? Auf jeden Fall gucken wir jetzt dahin. Das Video. Ja, man kann nicht so... Leute, also erstmal ist da hinten eine, die in Maske schwimmt, die ihr mitbekommen habt. Ich dachte, da wäre eine Person. Ja. In meiner Hand. War da die ganze Zeit ein Klassenkamerade und dann, der war vorher gegangen, aber die habe ich hier noch gepackt und dann haben wir sie noch gesehen und dann hat sie ihn angeguckt, sie durch das Fenster, hat sie angelächelt bis zum Himmel und dann gehen wir halt weiter vorbei, weil unser Auto stand weiter vorne und dann drehen sie direkt bei uns hier, weil die hätten so direkt da abbiegen können. Die fahren so eine Runde hier weiter. Und ich dachte mir schon, die bleiben stehen, weil die sind halt so kurz ja, langsamer geworden. Dann bleibt das Auto vor uns stehen, während wir in die Gepäckträger alles legen. Dann geht sein Fenster auf und sie steht mit dem Rücken zu ihm und wollte einsteigen. Und dann muss ich sie rufen, damit er sie zu ihm Hallo sagt. Cringe. Zum Vater gesagt, dass er an dir vorbei soll, um dir Hallo zu sagen. Ja, richtig süß. Das war voll die süße Aktion. Ich habe mich verliebt. Mein Opa ist heute aus Russland. Also meine Eltern waren ja mit meiner Oma und die hat das dann von meinem Opa überreicht für uns. Diesen Betuchhuhn, der eine Pfeife sein soll. Aber irgendwie check ich nicht, wie man da reinpfeifen soll. Soll ich zeigen? Der Penis ist sogar gewaschen. Du bläst hier in den Schwanz rein. So, mein Vater hat mich hingebracht. Also ich bin jetzt halt schon seit einer halben Stunde oder ein bisschen mehr beim Fitness. Ich glaube 10 vor bin ich in den Fitnesssaal reingegangen. Das erste Mal seit einem Monat, also über einem Monat glaube ich, war ich da nicht mehr. Und Hantel gedrückt habe ich glaube ich noch etwas länger nicht mehr, weil die letzten Male, wo ich da war, war alles irgendwie besetzt. Da hatte ich, Leute, nicht mehr. Also das heißt ja annähernd, also manchmal geht es ja auch nur um, du hast ja auch nur, also
wenn du ein bestimmtes Ziel hast, kann es ja auch sein, dass du knapp daneben bist. Und man denkt sich ja nur 100 Gramm, nur 200 Gramm, nur 300 Gramm. Aber das ist halt viel, weil auf beiden Seiten ja eben gleich viel sein muss. Und es gibt jetzt keine Hantel, die 0,5 wiegt oder 0,1. Ne? Und es ist halt schon viel, wenn man jetzt nicht ein Kilo drückt. Ne? Jeder Gramm macht einen Unterschied. Ich habe so viel wie heute habe ich nie geschafft. Mein Ziel war vorher ein anderer, aber da habe ich auch, sag ich mal, mehr gewogen. Und also ich wiege jetzt weniger und werde jetzt auch noch die nächsten Wochen nochmal abnehmen bis zur Prüfung, weil ich nicht weiß, ob ich die wieder verschiebe oder nicht. Auf jeden Fall wäre das praktisch so das Mindeste, was ich wiegen würde. Und ich habe es einfach geschafft. Ich habe zuerst ein bisschen weniger genommen und da habe ich 20 Mal geschafft. Dann habe ich gedacht, ich mache dieses andere Gewicht, so dieses Zielgewicht und habe es, ich weiß gar nicht, ich habe mir das aufgeschrieben, wie ich gemacht habe. Ich glaube, ich habe einmal durchgemacht. Ich wollte 4 Wiederholungen machen und dann habe ich auch 2x 10x oder so gemacht. Ja, das heißt, ich bin schon mal morgen richtig stolz auf mich. Meine Hände, Arme haben komplett gezittert. Ich bin da jetzt nicht irgendwie eine halbe Stunde drin gewesen, ne, mit den Hanteln. Wie gesagt, 10 vor. Ich glaube, so kurz nach 10 bin ich wieder raus. In dem Moment, wo dann die Fitnesstrainerin rauskam. Und habe jetzt praktisch diese ganzen Minuten jetzt Pause gemacht, weil ich erstmal, ja, die Zeit mir dafür nehmen wollte, mich dafür zu loben und erstmal runterzukommen. Auch wenn ich jetzt kein Marathon gelaufen bin, trotzdem ist es halt eine Anstrengung für die Arme und so. Und da ich jetzt halt auch mehrere Stunden trainieren werde, ja, brauche ich jetzt ein bisschen, muss mich kurz entspannen. Ja, dafür, dass ich heute irgendwie nur 4 Stunden geschlafen habe und fertig bin und es so heiß ist, ist es halt voll die gute Leistung. Übrigens, diesen Isoclear oder ja, diese Pulver, den wir gekauft haben vor einer Woche oder so, im TKX, als ich mit den Eltern rausgefahren bin, habe ich nur einmal benutzt und seitdem nicht mehr. Also ich habe das letzte Mal beim vorletzten Mal Sport das benutzt und ich glaube, ich werde das jetzt vor der Prüfung nicht benutzen. Das hat bestimmt seine Vorteile und so. Und da steht auch vor allem, während den heißen Tagen ist es halt gut, aber ich habe irgendwie kein Resultat gesehen, beziehungsweise jetzt keine Verbesserung. Klar, vom ersten Mal klappt es jetzt vielleicht nicht, aber da sind halt schon einige Kalorien drin und während ich hier mein Training mache, kann ich das eh nicht tracken und verfolgen. Das heißt, ich gehe immer so davon aus, wie viele paar hundert Kilokalorien ich verbrenne und kalkuliere das mehr oder weniger in meinen Rechner da. Aber dann ist es praktisch halt so, wenn ich diesen Shake oder diesen Pulver trinke, dann ist mein ganzes Training umsonst. Dann habe ich praktisch umsonst trainiert. Also halt klar, man hat dann vielleicht bessere Leistung, aber ich... Für mich ist es irgendwie besser zu realisieren, dass ich da noch 300, 400, wie auch immer, Kalorien offen habe, als dass ich mir das irgendwie mit so einem Süßgetränk zuschütte. Wie gesagt, ja, besser ich trinke Wasser und keine Ahnung, ob das vielleicht irgendwie auch Auswirkungen hat, so negative. Deswegen werde ich es jetzt mal so ohne versuchen. Ich habe es ja jetzt auch mit den Hanteln geschafft. Das ist halt voll die Überraschung, weil wie gesagt, über einen Monat war ich nicht beim Fitness, also halt beim Fitness und keine Hanteln und dann direkt geschafft auf Anhieb. Deswegen denke ich, muss es nicht unbedingt sein, dass man irgendwelche Ergänzungsmittel nehmen muss. Irgendwas eingeschlafen. Nach 7 aufgewacht, weil ich dachte, ich gehe direkt zum Fitness. Weil ich ja seit langem den Plan hatte, ganz früh mit den Hanteln anzufangen am Morgen, dass der Fitnesstrainer noch nicht da ist. Und jetzt weiß ich halt nicht, ich glaube, Montag war eine Dame da. Auf jeden Fall ist es so, dass mein Vater dann mir direkt gesagt hat, ja, ich kann nicht mitnehmen, weil ich zum Amt fahre. Und jetzt ist es halt kurz nach 9 und er ist immer noch nicht da. Also er hat halt etwas gebraucht, um fertig zu werden. Ja, hauptsächlich ging es darum, dass er einkaufen muss. Dann ist er jetzt zurückgekommen vorhin und meine Mutter meinte, ja, hast du die Nachrichten nicht gelesen? Irgendjemand, ich weiß nicht wer, geht dann später wieder zu Oma und meine Mutter will ihr halt Brote machen mit Lachs, Käse und Früchten und er hat ein paar Sachen nicht mitgenommen, deswegen ist er jetzt ein zweites Mal gegangen. Ja, in der Zeit hätte ich wahrscheinlich schon 3-mal zum Fitness zu Fuß gehen können, aber ja,
Dann habe ich jetzt ein bisschen noch morgen Zeit gehabt, wach zu werden. Ich meine, beim Handeln braucht man ja jetzt nicht so lange, sage ich mal, beziehungsweise werde ich jetzt nicht eine halbe Stunde bleiben. Deswegen werde ich es wahrscheinlich noch schaffen, bevor die ganzen Trainer kommen und da ein anderer herrscht. Und ich habe am Samstag meinen Fahrlehrer angeschrieben, den ich vorletztes Mal hatte, also nicht den, der mich angeschrieben hat. Und der hat mich, also ich habe gedacht, ich schreibe ihn am Samstag an. Ich meine, wenn er nicht direkt antworten kann, dann antwortet er nicht direkt. Aber was ist daran so schlimm, so, ne? Ich dachte, ich frage mal im Voraus. Und er hat mir einfach nicht geantwortet. Ich dachte, okay, ignoriere mich halt. Und da war ein blauer Haken. Und jetzt heute Morgen, ganz in der Früh, hat er geschrieben, dass er Zeit hat. Am Dienstag und Mittwoch, also morgen und übermorgen. Und zwar am Morgen. Was nicht so toll ist, weil ich ja morgen immer zum Fitness gehe und am Abend ist es auch immer schwierig. Aber ja, bevor ich jetzt irgendwie eine Woche ausfallen lasse, werde ich mir da irgendwie was überlegen, wie ich das mit dem Fitness regel. Aber ich denke, ich werde jetzt da zusagen. Ich habe mich ein bisschen fresh gemacht. Ich habe mich dann nicht mehr geschafft, dort zu duschen, weil ich wollte mit den Haaren unbedingt, weil heute war, glaube ich, der 5. Tag, also mindestens, an dem ich meine Haare nicht gewaschen habe. Und heute war es schon, es hätte sein müssen, aber gestern waren die noch richtig frisch und ich glaube, es war seit langem irgendwie die längste Zeit. Vor allem auch, dass sie halt so richtig frisch sind. Und ich hatte sowieso nicht viel Zeit und wie gesagt, durch diese ganzen Pausen und mit den Haare waschen hätte ich es nicht mehr geschafft. Das heißt, ich habe dann zu Hause geduscht, habe mich jetzt in dieses Boho-Maxi-Kleid geschmissen. Es ist in den letzten Tagen immer so gewesen, vormittags, beziehungsweise so früh nachmittags ist es richtig heiß gewesen, über 30 Grad. Und jetzt ist es irgendwie abgedunkelt, aber trotzdem irgendwie wahrscheinlich noch heiß, keine Ahnung, meine Schwester bleibt zu Hause und lernt. Man hat sie im Konzert. Mein Vater fährt jetzt irgendwie auf irgendeinen verlassenen Weiher, den er auf irgendeiner geupdateten Karte gefunden hat. Meine Mutter geht ein bisschen spazieren, kauft irgendwie noch zusätzlich Brötchen, kommt gleich wieder. Und ich habe keine Ahnung, wohin ich gehe. Wahrscheinlich auch so ein bisschen spazieren. Mein Fahrlehrer, ich weiß nicht, ich glaube, ich habe es heute gar nicht gesagt, hat mir direkt am Morgen geschrieben, dass er. Das habe ich, glaube ich, schon gestern gesagt. Nee, heute Morgen hat er mir, glaube ich, geschrieben. Heute Morgen, genau, dass für morgen und übermorgen, also morgen werden Zeittermine frei, in Abständen von einer Stunde. Also einmal 39 Uhr, 11.30 Uhr, Mittwoch genauso, nur 11.30 Uhr. Und dann habe ich gesagt, dass er mir den morgigen und den übermorgigen Termin für jeweils 11.30 Uhr sichern soll. Ist zwar jetzt nicht so toll, weil ich bin jetzt nie irgendwie um 6 zum Fitness gegangen und am Abend ist es halt ja nicht so geil, vor allem weil halt so viele Leute sind und ich weiß nicht, mit den Hallen, die sind dann auch besetzt mit irgendwelchen Turnern. Deswegen mache ich das halt immer am Morgen und vor allem zum Beispiel hat man am Abend oft halt was vor. Ne? Ich habe mich jetzt umgezogen, fresh gemacht, man fühlt sich besser und dann gehe ich jetzt nicht zum Sport. Deswegen muss ich die 2 Tage irgendwie es versuchen so zu schaffen, dass ich bis zu dieser Zeit schon beim Fitness gewesen sein muss, geduscht haben muss, mich fertig gemacht haben muss, um bei der Fahrschule zu sein um 11.30 Uhr. Ich hoffe, ich schaffe das, wenn ich um 7 oder so 8 rausgehe, 9, 10, ja, das wird schwierig. Dann muss ich wohl um 7 oder so raus. Weil 2 Tage auszulassen, nicht so geil. Das ist genau der, den ich vorletztes Mal hatte, der richtig gute. Und dann hoffe ich, weil ich hatte noch jeweils immer um 1 aus, dass das Büro schon auf hat, dass ich dann für dieses Heftchen da eine Nachfrage stellen kann für die neuen Nummern. Genau, ich hatte gedacht, ich gehe jetzt, aber irgendwie schließen die gleich und der Unterricht beginnt um 18 Uhr. Es ist jetzt kurz vor 18 Uhr. Ich habe keinen Bock jetzt so da reinzulaufen. Ich bin jetzt etwas draußen gewesen. Mir ist mal also komplett die Tasche runtergefallen, weil dieses Ding hier einfach komplett abgefallen ist. Also das hier. Ich habe es noch irgendwie halb dran bekommen, aber ich glaube, es hält auch nicht mehr lange. Dann fühle ich mich richtig dreckig mit meinen Haaren. Ich habe sie mir geglättet und es ist so scheiße. Ich glaube, es liegt daran, weil sie noch feucht waren. Also jetzt nicht komplett nass, aber halt so nicht komplett trocken. Und ich hatte das schon mal, glaube ich. Ich weiß nicht, ob es auch feucht war, aber es fühlt sich so schlimm an. Ich komme jetzt nach Hause. Ich bin jetzt zwar halb tot, weil ich nicht mehr gehen kann. Aber ich werde die mir jetzt nochmal nachglätten, mit einer Bürste wenigstens, weil es fühlt sich so schlimm an. Die kräuseln sich irgendwie und ich habe den Druck, so die ganze Zeit zu machen, weil irgendwie, als ob
jede Strähne für sich wäre. Wie gesagt, ich habe null Kraft. Ich möchte euch noch ein paar Kommentare zeigen. Ich weiß nicht, ob es gerade fokussiert. Fokussiere. Ja, da gibt es einen Herren, der meine Kirschen cool findet und mein Insta will. Ja, Cruncher hatte noch irgendwo kommentiert. Der Kommentar, deine Kirschen? Und dann so ein geschocktes Smiley. Und dann hier weiter, ja, weil er hat halt so gesagt, deine Kirschen, Insta. Und dann, ja, wollte ich halt nicht. Und dann habe ich geschrieben, ja, privat, ist halt privat. Und er hat gesagt, ja, und was ist jetzt dein privater Account? Er war bereit, mir auch vom privaten zu fragen, was ja nicht daran verhindert ist. Aber ich dachte, er merkt, dass das so eine Aussage ist, dass man nicht so Lust hat. Ja, auf jeden Fall habe ich ihm nicht mehr drauf geantwortet, weil cringe. So, bei mir ist in den letzten Tagen ganz viel im Verkauf gewesen von privaten Klamotten. Und genau, ich habe einige Dinge schon weggebracht, die 6 Pakete. Und die letzte hat jetzt, bevor ich rausgegangen bin oder so, gekauft. Weil manchmal ist es so, wenn man eine Überweisung macht, bekommt man nicht gleich das Geld, aber manche schicken halt den Screenshot, aber ich hatte keinen Bock mehr in die Post zu gehen, beziehungsweise es war ja schon irgendwie, als ich rausgegangen bin, 7. Deswegen, im Supermarkt war die noch offen, aber ich hatte keinen Bock, weil ich in die andere Richtung wollte. Deswegen kommt es hier raus.